Verlassen Sie die Bronx. Tragen Sie sich ein für ein neues Zuhause im zauberhaften New Mexico. Verlassen Sie die Bronx. Leisten Sie unseren Anweisungen Folge und verlassen Sie die Bronx. Dieser Stadtteil ist unbewohnbar und wird abgerissen. Sie haben nichts zu befürchten. Verlassen Sie Ihre Wohnungen. Verlassen Sie Ihre Wohnungen. Die Regierung stellt Ihnen neue, komfortable Wohnungen zur Verfügung. Sie werden gebeten, die Bronx zu verlassen und sich in die Listen einzutragen. Gehen Sie zu den Sammelstellen und lassen Sie sich eintragen. Hey Joe, sind da noch welche drin? Seht zu, dass ihr die rauskriegt. Hier könnt ihr schon mal den nächsten Block folgen. Ja, alles klar, mach ich. Seht im Keller nach. Achtung, Achtung! Alle Abteilungen aus Sektor Q, ich wiederhole, alle Abteilungen aus Sektor Q treffen sich im nördlichen Abschnitt des Sektors T4. Ich wiederhole, treffen sich im nördlichen Abschnitt des Sektors P4. Sektor Q6 ist evakuiert. Ich wiederhole, Sektor Q6 ist evakuiert. Jungs, das könnt ihr doch nicht machen. Nein. Nein. Ich wiederhole, im Sektor 2B verdächtige Personen. Anweisung der Zentrale, alle Keller zu kontrollieren. Ich wiederhole, alle Keller sollen im Sektor 2B auf verdächtige Personen kontrolliert werden. Zweite Abteilung hat Evakuierung durchgeführt, Operation beendet. Haben Ihre Meldung empfangen, over. Sie begeben sich jetzt in Sektor 2B. Danach werden H8 und H9 durchkämmt, over. Warten auf weitere Befehle, over. Ihr Kontrollzentrale, habe Ihre Meldung empfangen, over. Skyboy 3 an Zentrale. Observiere das Planquadrat M60 bis M72. Keine verdächtigen Personen. Gebe in Kürze Bericht. Zentrale an Skyboy 3. Fliegen Sie nach D8. Ich wiederhole, D8. Überwachen Sie alle Bewegungen in diesem Gebiet. Over. Skyboy 3. Die Polizei hat einen verdächtigen Mann in Manhattan lokalisiert. Er ist flüchtig. Over. Verdammte Schweinerei. Alles müssen wir allein machen. Wie sollen wir das schaffen? Okay, wo steckt der Kerl? Da ist er! Hier ist Skyboy 3. Wir haben den Mann gesichtet. Wir werden ihn unter Beschuss nehmen. Thank you.
Skyboy 3, haben Sie die verdächtige Person erledigt? Falls nicht, erwarte ich neue Meldungen. Wir befinden uns jetzt in Sektor 28. Achtung, M6, haben zwei Elemente im Block 56B isoliert. Wie wir eben erfahren, bewegt sich Trash von Süden her auf 56B zu. Dies ist die Wohnung seiner Eltern. Fertig machen zum Einsatz. Warum bist du nicht von uns da? Die Regierung hat uns eine neue Wohnung zugesichert. Ich will endlich aus diesem Sumpf hier heraus. Nein, niemand kriegt uns hier heraus. Ich verlasse meine Wohnung nicht. Eher bringe ich mich um, als dass ich mich in so einem Neubau einsperren lasse. Nur über meine Leiche. Nimm doch einmal in deinem Leben Vernunft an. Nein, nein. Wir sind hier die Einzigen, die sprengen die Häuser. Wir schaufeln uns das eigene Grab. Wenn wir draußen, da gibt es keine neuen Häuser. Das sage ich dir. Die wollen uns wie Gesindel irgendwo einsperren. Dass du das nicht begreifst. Ich werde mich nicht beugen. Ich werde in meiner Wohnung bleiben. Das hier ist deine Wohnung. Siehst du dir doch an. Sieh dich doch um. Wir leben hier mitten im Dreck. Die ganze Gegend ist ein Slum. Man wird überfallen und beraubt. Bleibe bis zum Schluss, darauf kannst du Gift nehmen. Niemand kann mir vorschreiben, wo ich zu leben habe. Ich bitte dich, Joe. Tu's für mich. Das wäre ein Sieg für die korrupten Politiker und ich lass mich nicht unterkriegen. Und niemand merkt das. Joe, du bist genauso wie unser Sohn. Ihr lasst euch nichts vorschreiben, das weiß ich. Aber muss ich deswegen dauernd in Angst leben, Joe? Aber so leicht werden sie sich da. Nicht so! Tu es nicht! Oh, ihr Mistkerl, ihr Schweine! Kommt ruhig her, ihr Schweine, kommt ruhig her! Ich mach euch kalt. Ich bring euch alle um. Mit mir könnt ihr eure Spiele nicht treiben. Halt! Stehen bleiben! Du bist wohl verrückt, nimm die Knarre weg! Trash, wenn du dich beim nächsten Mal nicht an unser Zeichen hältst, dann pustet dich mein Zeigefinger in 1000 Stücke, klar? Euch verlasse ich zum Frühstück, Jungs! Hört auf mit dem Quatsch! Wir können zu den anderen gehen. Deine Jungs haben's nicht drauf, das nächste Mal mache ich sie kalt. Ja, ja, Trash, natürlich. Komm mit. Hallo, wie geht's, Baby? Hallo, Trash, dich gibt's ja immer noch. Ach, was ich noch sagen wollte, wenn du was von mir willst, ich warte immer noch auf dich. Na los, Junge, zeig, was du mit hast. Mach ein bisschen hin, ich will hier nicht übernachten. Hey, immer mit der Ruhe, Kleine. Ich weiß, dass du gierig bist, aber meinen Stoff lasse ich nicht jeden ran, klar? Ich schmeiß dich auf die Folter, Trash. Ich will sehen, was du mitgebracht hast. Nun zeig schon.
Munition. Du wolltest doch Munition haben oder sonst noch was? Hey, du bist ja so genervt, Crash. Ganz ruhig. Deine großen Sprüche gefallen mir. Wo du auftauchst, ist jede Menge Action. Und jedes Mal hast du verdammtes Schwein. Ich hab nicht Schwein, ich hab's drauf. Die Zeiten sind härter geworden und das Risiko wird immer größer. Da draußen ist die Hölle los. Das nächste Mal musst du für die Munition ein paar Scheine mehr rüberrücken. Hör auf. Du hast denn schon viel zu viel Kohle abgenommen. Das wird dich den Kopf kosten. Vamos, amigo! An eurer Situation seid ihr selbst schuld, die Banden der Bronx. Ihr sitzt hier unten und fresst Hundescheiße aus Büchsen. Kann schon sein. Aber Gott sei Dank weiß ich, wo es lang geht. Wären wir nicht in den Untergrund gegangen, hätten sie uns da oben einen nach dem anderen fertig gemacht. Was steht ihr hier so dämlich um und glotzt? Ihr habt wohl nichts zu tun, was? Kommt, Jungs, jetzt. Ich will euch hier nicht mehr sehen! Kommt. Nicht schlecht. Gute Ware, muss ich sagen. Wir müssen die Schweine bekämpfen. Ich habe noch was mitgebracht. Wenn wir denen die Zähne zeigen, können wir sie zwingen, ihre Versprechungen einzuhalten. Darf ich mal herzlich lachen? Das sind doch nichts weiter als hohle Sprüche. Denen glaubst du ein Wort? Verlasst unsere wunderschöne Bronx, sagen die. Und ihr kriegt neue, komfortable Häuser im zauberhaften New Mexico. Alles blödes Geschwätz. Wir bleiben hier und damit hat sich's. Dubi, die werden euch hier finden. Ihr habt zu früh den Kampf da oben aufgegeben und habt euch von den Typen die Farbe vormachen lassen. Du kannst doch jetzt nicht den Schwanz einziehen. Das ist mein Schwanz, nicht deiner. Du kannst da gern raufgehen und deinen ins Feuer hängen, Kleiner. Ja, meine Eltern haben sich von denen auch nicht einschüchtern lassen. Und ein Haufen Leute denken wie sie, die kriegen sie nicht mal mit Panzern aus der Bronx. Ihr habt zu früh aufgegeben, habt euch verkrochen. Wenn du was in der Birne hättest, würdest du allen raten abzutauchen. Hier sind sie in Sicherheit. Und wenn die Bullen hier runterkommen, gibt's eine Menge zu lachen. Für dich scheint das Leben nur aus Lachen, Scheißen und Vögeln zu bestehen. Hier Patrouille 91. Der Sektor 6B ist evakuiert. Im Sektor H8 und H9 halten sich Dünnere auf. Warten auf weiteren Einsatzbefehl. Dies, Ladies and Gentlemen, wird das New York der Zukunft sein. Wir dürfen mit Stolz sagen, die größte Leistung des Menschen aller Zeiten. Es wird das 8. Weltwunder sein. Die 7 vorangegangenen werden verblassen. Und das alles wurde von unserem Präsidenten Mr. Clark geplant und wird von ihm in die Tat umgesetzt. Alle unsere finanziellen Mittel stecken in diesem Projekt. Danke. Danke sehr. Vielen Dank, meine Herren. Wie Sie sehen können, handelt es sich weitgehend um eine Überbauung.
und gleichzeitig um eine Verbindung mit den anderen Stadtteilen. Ein völlig neues Konzept. Sehr rational. Eine Stadt der Superlative. Eine Stadt für den Menschen von morgen. Ein Menschentypus, der die modernste Technologie beherrscht. Diese Stadt wird soziale Missstände wie Verelendung und Vereinsamung ausschließen. Kriminalität und Gewalt, wie wir sie aus der Bronx kennen, sind endgültig verbannt. Ja, das wurde auch Zeit. Die Bronx ist wie ein riesiger Keller voller Ratten. Man wird der Kriminalität nicht mehr haben. Man sollte die Bronx sofort niederbrennen. Wir haben viel zu lange gewartet. Das Projekt ist fantastisch. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir den ehemaligen Bewohnern ein neues Zuhause in New Mexico geben können. Das ist doch alles Geschwätz, er lügt. Wieso geben Sie nicht öffentlich zu, dass die Bewohner der Bronx verschleppt werden? Die Epidemien und Zwischenfälle werden nur zu dem Zweck provoziert, damit die Bewohner sich beugen sollen und abhauen. Sie haben nicht den Mut, die wahren Ziele zu nennen, sondern machen allen Journalisten etwas vor. Los, nehmen Sie kommen die Hände Sie mit. Weg. Ich bringe das in die Öffentlichkeit. Morgen weiß das die ganze Stadt. Macht die Augen auf, bevor es zu spät ist. Lasst euch nicht täuschen. Hier läuft eine riesige Schweinerei. Wir sollen hier für dumm verkauft werden, aber ohne mich. Das ist keine Pressekonferenz. Das ist eine Farce. Eine Farce ist das. Die Stadtplanung liegt in der Hand von Banditen. Wir müssen was dagegen unternehmen. Die General Construction Company ist ein korrupter Haufen. Verehrte Freunde, Gott sei Dank leben wir in einer Demokratie. Daher ist es unsere Pflicht, die Fragen zu beantworten, die uns von qualifizierten und ernsthaften Fachleuten gestellt werden. Lassen Sie uns bitte fortfahren nach diesem kleinen Zwischenfall. Bitte, Mr. Hoffmann. Ich danke Ihnen. Haben Sie noch Fragen? Die Bronx befindet sich seit Monaten in Quarantäne. Wann wird es der Presse gestattet sein, dort Interviews zu machen? Die Epidemie ist im Augenblick noch nicht unter Kontrolle, aber das ist nicht die einzige Gefahr. Wir möchten jedes Risiko vermeiden und werden Sie erst zu gegebener Zeit in die Bronx lassen. Das ist ja hochinteressant. Welche Gefahren wären das zum Beispiel? Ja, wissen Sie, die Bronx ist im Augenblick eine Art Niemandsland. Sie wird von Banden kontrolliert. Ich habe noch eine Frage zu der Evakuierung der anständigen Bewohner. Ist etwas an den Gerüchten dran, dass sie die Bronx zwangsweise verlassen müssen? Das sind wirklich nur Gerüchte. Bei den Bewohnern lag spontanes Einverständnis vor. Sie wurden entschädigt und anschließend umgesiedelt. Haben Sie darüber eine Dokumentation vorliegen? Wir stellen zurzeit reichhaltiges Fotomaterial zusammen über die gegenwärtige ausgezeichnete Unterbringung. Es wird Ihnen zugänglich gemacht, sobald die friedliche Evakuierung der Bronx abgeschlossen ist. Achtung, Achtung! Räumen Sie das Gebäude! Zwingen Sie uns nicht, Gewalt anzuwenden! Ich wiederhole, räumen Sie das Gebäude! Das Gelände ist vermischt! Vorwärts! Lassen Sie sich evakuieren! Zwingen Sie uns nicht, rein da! Wird bald! Achtung! Verlassen Sie umgehend das Gebäude! Zwingen Sie uns nicht, Gewalt anzuwenden! Verlassen Sie das Gebäude! Sagen die uns von der Einsatzzentrale? Das ist mir scheißegal. Ich mach sowieso, was ich will. Nichts, was Ihnen nicht schon bekannt wäre. Hör dir das an. Lass es sein, das bringt nichts. Mal sehen. Ich erwarte gar keine Gegenleistung. Nur von der Presse wurden Anschuldigungen erhoben, die uns nicht weiterbringen. Das Gebiet soll vermint sein. Wann beginnen Sie mit den Sprengungen? Donnerstag, 16 Uhr. Was wollen Sie in der Untersuchungskommission der UNO antworten? Das steht doch alles in dem Begleitmaterial. Lesen Sie doch erstmal den Bericht, bevor Sie solche Vorwürfe erheben. Wir haben ein Recht darauf, etwas zu erfahren. Man könnte meinen, dass Sie Frechheit haben. Nein. Ich kann Ihre Vorwürfe entkräften. In Ihrer schönen Broschüre werden einige Tatsachen verheimlicht. Ich frage Sie, wer ist für die Räumung der Bronx verantwortlich? Wem haben Sie diesen Auftrag erteilt? Das ist Floyd Wengler. Sehen Sie mir bloß nicht, dass es friedlich vonstatten gehen wird. Floyd Wengler ist ein skrupelloser Killer, das wissen Sie genau. Und Sie haben ihn angeheuert, Mr. Clark. Hören Sie auf, verlassen Sie den Platz! Gehen Sie weg! Äußern Sie sich zu den Anschlägen! Gehen Sie von den Anschlägen! Sie sind ein Mörder! Achtung! Achtung! Räumen Sie umgehend Ihre Wohnungen! Dies ist die letzte Warnung. Das gesamte Gebiet ist vermint. Leisten Sie unseren Anweisungen Folge. Räumen Sie Ihre Wohnungen und es wird Ihnen nichts geschehen. Jeder Widerstand ist zwecklos.
Achtung, räumen Sie umgehend Ihre Wohnung. Dies ist die letzte Warnung. Das gesamte Gebiet ist vermint. Wir beginnen in Kürze mit der Sprengung. Verlassen Sie die Wohnungen. Dies ist die letzte Warnung. In Kürze wird gesprengt. Wie es aussieht, ist noch jemand im Gebäude, Mr. Wengler. Ich habe nicht verstanden. Was meinen Sie? Da ist noch jemand drin, Sir. Ah, jetzt verstehe ich. Sie meinen Ratten und Kakerlaken. Gut aufgepasst. Macht weiter, Jungs! Wir werden in Kürze sprengen. Ihr geht auch gleich an den Block ran. Los, verdoppelt die Ladung! Und ein bisschen Beeilung! Hey, du da! Fahr den Lastwagen weg! Mr. Wengler, ein dringender Anruf von Präsident Clark. In Ordnung, ich übernehme. Folgen Sie dem Einsatzkommando zum Block C. Ich wiederhole, Block C. Die Presse und das Fernsehen auf dem Hals. Im Augenblick weiß ich nicht, was ich mir noch ausdenken soll. Ich habe sie bezahlt, und zwar ziemlich reichlich. Das soll das Ergebnis sein? In 5 Tagen befasst sich die UNO damit. Und dann ist das Thema Bronx in aller Munde. Und wissen Sie, was man mir vorwerfen wird? Mord an den Bewohnern. Die offizielle Bezeichnung lautet Umquartierung. Und Sie bezahlen mich nur als Leiter der Organisation. Ihre moralischen Vorwürfe interessieren mich nicht. Für mich ist nur entscheidend, dass Sie schnell und ohne Spuren arbeiten, Mr. Wengler. Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass es uns damals im Jahr 1986 nicht gelungen ist, die Ratten auszurotten, die die Stadt verseucht haben. Und die Sorte, die wir heute ausrotten wollen, ist besonders hartnäckig, schlimmer als Ratten. Es ist der harte Kern der Banden, die um die Bronx gekämpft haben. Ja, noch schlimmer als Sie, Mr. Wengler. Ich muss Sie verbessern, Mr. Clark. Ich bin der Schlimmste von allen. Hey, da drüben ist eine Gruppe, die sich vielleicht ergeben will. Die Penner werden wir erstmal entlausen und dann bringen wir sie ins Lager. Oder willst du sie lieber anstecken? Auch nicht. Los, weiter! Häng hier nicht so rum.
Zentrale. Wichtige Meldung von Skyball 5. An alle Abteilungen. Ich wiederhole. An alle Abteilungen. Absoluter Ausnahmezustand. Der Expandenführer Trash hat eine ganze Abteilung von uns aufgerieben und vernichtet. Sofort eingreifen und unschädlich machen. Voraussichtlicher Standort von Trash und seinen Männern, Planquadrat F2, unterirdische Zone. Ich wiederhole, F2, unterirdische Zone. Wer ist dieser Bastard, der mich herausfordern will? Unsere Spezialität ist der Terror, der soll sich verdammt nochmal raushalten! Die Reste der alten Banden dürfen auf keinen Fall einen neuen Anführer bekommen. Wir müssen Trash finden und töten, und das noch möglichst heute. Aus. Hey Moon, bist du dir auch sicher, dass wir hier richtig sind? Nun reg dich nicht künstlich auf, Jay. Ich kenne mich aus. Ich bin in der Bronx geboren. Wir warten noch. Über uns liegt der LaGuardia Place. Nach dem Gestank zu urteilen, würde ich eher sagen, dass da oben die Toiletten sind. Und wir stehen mittendrin in der Geschichte. Los, dann zieh dich nach hinten! Dir das gut überlegt, Moon? Du weißt doch, ich stehe zu dem, was ich mache. Glaubst du, dass du mit Fotos den Lauf der Welt aufhalten kannst? Begreifst du nicht, wie lächerlich das ist? Durch dein Gerede wird sich daran aber auch nichts ändern. Komm, gehen wir. Achtung, Achtung! In Sektor C7, ich wiederhole, in Sektor C7 zwei verdächtige Personen gesichtet. Sofort vier Mann zum Sektor C7. Ich muss sagen, dass da ganz schön was los ist. Hau ab, Junge, hau ab! Ich habe eine Bombe bei mir! Hau ab, bevor sie losgeht! Haut ab, Jungs! Haut ab! Er hat eine Bombe! Er hat eine Bombe! Geht in Deckung! Weg hier! Jetzt in den verrückt geworden, verschwindet! Yeah.
wieder diese verdammte Journalistin. Gratuliere, beide sind entkommen, die Journalistin und Trash. Gute Arbeit, Wrangler. Davon kann nicht die Rede sein. Es ist doch völlig egal, ob sie nun da oder da sind. Sie sitzen in der Falle. Sie sollen ja tatsächlich die Absicht haben, die beiden da unten zu besuchen, um sie zu überzeugen, dass sie sich mit Dynamit vollstopfen lassen. Nein, ganz so ist es nicht. Ich will dem Jungen das Maul stopfen, bevor die Wahrheit zutage kommt. Niemand weiß genau, wo sie sich aufhalten. Deshalb kann man leicht Leute verschwinden lassen, die offiziell gar nicht existieren. Wäre das möglich? Aber sicher. Man muss diese Typen nur überrumpeln. Aber wenn sie erstmal unsere Absicht wittern, dann wird's verdammt schwierig. Da gibt's kilometerlange Gänge und Abwässerkanäle, Rattenlöcher. Es ist wie ein unterirdischer Dschungel. Und die Ratten, die da hausen, wissen, dass sie gejagt werden. Wer bist du? Moon Gray. Ah, die kleine Lady mit den großen Sprüchen. Ich hab schon eine Menge von dir gehört. Du gibst den Herrn was zu grübeln. Da oben gehen einige Ärsche auf Grundeis. Jeder Mensch, der moralisch denkt, muss etwas dagegen unternehmen. Ich weiß genau, worauf ich mich eingelassen habe, aber ich gebe nicht auf. Schnauze! Weiter. Ich bin davon überzeugt, dass keiner von euch sich richtig vorstellen kann, was die da oben mit den Menschen vorhaben. Denen ist jedes Mittel recht, jedes. Ah, wir haben eine Märchentante. Jetzt wird's hier unten richtig lustig. Ah. Sie hat mit jedem Wort recht, bloß du Idiot merkst das nicht. Das merke ich nicht. Dass wir in der Scheiße sitzen? Du dämliches Arschloch. Nur wird's bei uns ein bisschen länger dauern. Langsam sterben ist also besser, ja? Baby, wir sind noch lange nicht tot. Ich weiß, dass unser Spiel verdammt heiß werden kann, aber wir spielen's bis zum Ende. Dubi! Weg da! Nun mach doch mal Platz! Was gibt's denn? Was ist los? Den habe ich im Tunnel unter der alten Schule gefunden. Da drin war einer von den Silbertypen, der mir ein bisschen neugierig erschien. Ich habe ihn mit Kugeln gespickt. Das war doch richtig von mir, oder? Ja, natürlich. Was denken die sich bloß dabei? Das haben sie bisher nie gewagt. Wenn ich nur wüsste, was die vorhaben. Was ist das für eine Frage? Das ist doch völlig klar. Sie werden euch langsam aber sicher einen nach dem anderen ausräuchern. Du kannst ruhig auf sie hören, Dubi. Sie weiß Bescheid. Ja, sicher. Aber niemand wird auf einem Klo kacken, das mit Dynamit vollgestopft ist. Skyboy 5, habe Ihre Meldung empfangen. Over. Achtung an alle Abteilungen im Sektor H. An alle Abteilungen im Sektor H. Bestätigen Tötung eines Beamten, der die Spuren versprengter Banden gefunden hat, die sich in den Abwässerkanälen verschanzen. Brauchen Verstärkung der Abteilungen, die in den Sektoren H, G und Y operieren. Ihr dritte Abteilung in Sektor G2 stehen zu Ihrer Verfügung. Okay. Stellt euch auf ein bisschen Feuerwerk ein. Die sollen ruhig kommen, denen zeigen wir, was Sache ist. Buana, was zum Teufel treibst du hier? Geh wieder rauf und halt die Augen offen, hast du verstanden? Los, nicht so müde Männer, bewegt euch mal ein bisschen, bewegt eure lahmen Ärsche, los, los, los! Hey, Chuck, bring noch ein bisschen Munition zum Eingang. Ich sag euch, ihr werdet überhaupt nichts erreichen, wenn ihr versucht, Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen. Das habe ich auch versucht, Trash klar zu machen und der ist genau meiner Meinung. Was sollen wir stattdessen machen? Sollen wir sie zum Kaffeekränzchen einladen? Sollen wir ihnen sagen, dass sie es bequem machen sollen, oder was? Nein, ihr müsst erst mal Zeit gewinnen. Ihr müsst die General Construction Corporation zwingen, mit euch zu verhandeln. Ach, was macht ihr denn da drüben? Nehmt die Sandsäcke weg! Dazu gibt's nur eine Möglichkeit. Ihr müsst ihren Präsidenten entführen. Den Präsidenten entführen? Mhm. Das finde ich stark. Eine tolle Idee. Ja, ja. Bloß niemand von uns kann nach Manhattan rübergehen, ohne erwischt zu werden. Das ist unmöglich. Oben auf den Straßen können sie uns jagen. Da ist die Polizei. Vielleicht setzen sie sogar die Nationalgarde ein. Das passiert doch nur, wenn wir oben lang gehen. Es müsste jemandem gelingen, sich unterirdisch durchzukämpfen. Gibt's jemanden, der das schon mal geschafft hat, ja oder nein? Natürlich, da war doch der Überfall auf die First National Bank. Und dann ist da vor Jahren diese Schmuckbude Tiffany ausgeräumt worden. Ja, die hatten Strike als Anführer, ist doch ein Verrückter. Wieso hat man Strike aus dem Verkehr gezogen? Ach komm, der haust irgendwo im Dunkeln, der liebt die Abwasserkanäle mehr als eine Villa auf Long Island. Ist es schwer, ihn zu finden? Nein. Die einzige Schwierigkeit ist, ihn bei guter Laune anzutreffen. Wieso?
Was ist denn, wenn er nicht so gut drauf ist? Dann ist er unerträglich und es läuft überhaupt nichts. Dann sitzt er in einem Meer von Scheiße. Ja, natürlich, ja. Du wirst es sicher schon in den Zeitungen gelesen haben, oder? Okay. Ich gehe heute persönlich hin und ich werde zusehen, dass sie endlich aufwachen. Nein, wo denkst du hin, Al? Das ist meine Pflicht. Okay. Ja, gut. Er wird nervös. Er will, dass das Krankenhaus noch vor den Wahlen fertig wird. Die Hauptsache ist, dass sich Washington aus der Sache mit der Bronx völlig raushält, aber das hat er Ihnen ja versprochen, oder? Ja, schon. Aber wenn man bedenkt, dass das Krankenhaus über 20 Millionen Dollar kostet, dann sollte er auch zu seinem Versprechen stehen. Bald weiß ich nicht mehr, wer schlimmer ist. Die Politiker oder die Typen aus der Unterwelt. Hey, ganz ruhig, Junge, ja? Mach bloß keine Witze. Ich mach nie Witze, ich bin ein ernster Typ. Hör zu, ich will Strike sehen. Ich will jetzt einen scheiß Vortrag. Ich sag hier das Tempo an. Renn nicht gegen die Drähte, sonst fliegt er hoch. Peng, rums, bang. Strike? Die haben dir gesagt, ich bin nicht mehr ganz richtig in der Birne, oder? Ja, das haben sie. Du sollst ein ganz verrückter Kerl sein. Und manchmal sollst du sogar richtig gut drauf sein. Wir haben den Auftrag, den Präsidenten zu entführen. Etwa den der Vereinigten Staaten? Nein, den von General Buildings. Diese Schweine, die uns aus der Bronx verjagen wollen. Ja, habe ich von gehört. Bestens informiert. Wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Ach ja? Zeig mal, wie du schmeckst. Was man sich über dich erzählt, stimmt. Da gab's eine ganze Reihe hübscher Überfälle. Ich frag mich nur, was die Jungs ohne dich gemacht hätten. Könnte es sein, dass du die National Bank meinst? Oder vielleicht das Ding bei Tiffany? Ach, und dann haben wir noch das Rockefeller Museum besucht. Ein Augenblick, einen Moment. Was habe ich damit zu tun? Eine ganz leichte Aufgabe. Wenn Sie Ihren heißgeliebten Präsidenten wiederhaben wollen, müssen Sie alles in den alten Zustand zurückversetzen. Die Bronx wird dann wieder wie früher von den Gangs beherrscht. Und du wirst wieder der Anführer bei den Überfällen des Jahrhunderts. Du hängst hier unten und verschwendest deine Zeit und spielst hier an den Eiern rum. Ja, das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Aber die Idee ist nicht übel. Okay, ihr könnt mit mir rechnen. Mach dich fertig, Junior. Wir haben wieder einen Auftrag. Verrat mir mal, was du mit ihm anfangen willst. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich nur einen Schritt ohne ihn tun würde. Okay, für mich ist das soweit in Ordnung. Aber ich kann dir keinen Erfolg garantieren, wenn du diesen Wichser mitnimmst. Versuch das nicht nochmal, Junge. Ich bin ein Profi, klar? Na, das mag man. Thank you.
Von jetzt an wird's kochend heiß, das sage ich euch. Haltet die Augen offen. Hier unten gibt's tausend Möglichkeiten zu krepieren. Und deshalb schlage ich vor, dass jeder an sich selbst denkt. Wenn jemand verletzt wird oder aus irgendeinem Grund zurückbleibt, dann hat er Pech gehabt. Niemand wird ihm helfen. Bang! Wer ist eigentlich der Kleine? Du brauchst es nicht zu glauben, er ist mein Sohn. Ist das vielleicht der richtige Ort für so einen kleinen Jungen, ja? Was dagegen? Ist es da oben vielleicht besser? Am besten da drüben. Junior, du setzt jeweils eine Ladung in einem Abstand von 3 Metern, okay? Ist geritzt. Wir gehen jetzt nach oben. Ich habe dir alles erklärt. Du weißt Bescheid. Ja, ich hab's geschnallt. Alles klar, Strike. Feuergelegt im Operationsgebiet, Block Süd, 3.29 Uhr, over. Roger, habe Kontakt mit der 6. Einheit. Erwarten Ihr okay. Ich übergebe jetzt. Over. Verdammter Mist, die haben alle Straßen blockiert, die zur Insel führen. Und wie kommen wir rüber? Dann lass dich mal überraschen, Kleiner. Los. Die haben mich doch damals besoffen im Dienst erwischt. Das war vielleicht eine Sache. Ja, voll wie eine ganze Kneipe. Hey, Leute, das ist ja wie ein Darmkränzchen. Wollen wir nicht was tun? Schließlich sind wir nicht zum Spaß hier, also kommt. Ja, das war alles nötig. Ladies und Gentlemen, wir sind heute hier draußen in Eastland vor dem herrlichen Hintergrund von Manhattan und seinen beeindruckenden Wolkenkratzer. Wir haben uns hier versammelt, um in wenigen Minuten dem Abriss des alten gotischen Kastells beizuwohnen. An dieser historischen Stelle soll das neue Kinderkrankenhaus gebaut werden.
Hubschrauber gelandet und in Kürze wird der Präsident Mr. Henry G. Clark aussteigen. Er wird vom Gouverneur des Staates New York empfangen, Markham Biddle. Willkommen, Mr. Clark. Hatten Sie einen angenehmen Flug? Ja, sehr gut. Ich danke Ihnen. Darf ich bitten, Mr. Clark? Danke. Ich habe die Presse und das Fernsehen hergebeten, damit unser heutiges Ereignis die Verbreitung findet, die es verdient. Die New Yorker sollen den Mann kennenlernen, der sie als so großzügiger Förderer des wichtigen sozialen Werkes erwiesen hat. Der Gouverneur und Mr. Clark schreiten soeben an uns vorbei. Wie Sie aus der Presse erfahren haben werden, hat Mr. Clark, der Präsident und Hauptaktionär der GCC, nicht nur die ganze Insel dem Staat geschenkt, sondern er hat sich auch noch großzügigerweise angeboten, die Ausgaben für die Abrissarbeiten zu tragen. Ja, hier auch. Alles unter Kontrolle. Ja, ist alles okay. Passen Sie auf. Hier läuft alles reibungslos. Verstanden, over. Im Block Süd ist alles unter Kontrolle. Wir haben die Umleitung aller Fähren in der Nähe. Sigma 6 an Omega 2. Sigma 6 an Omega 2. Bitte kommen. Bitte voraussichtliches Ende der Zeremonie mitteilen, damit regelmäßiger Dienst wieder aufgenommen werden. Block Süd, alles okay. Ja, alles okay. Gehen wir zurück, over. Omega 2, die Zeremonie beginnt jetzt. Sie dürfte nicht länger als 15 bis 20 Minuten dauern. Danach erfolgt Abflug im Hubschrauber. Die Piloten sollen ausreichenden Sicherheitsabstand zu den Wolkenkratzern halten. Und ich darf wohl sagen, dass das eine große Ehre für die General Constructions Corporation ist. Wir alle haben diesen Tag herbeigesehnt. Und ich darf Governor Biddle die Spitzhacke überreichen, damit er den ersten Schlag tut. Haben Sie herzlichen Dank, Mr. Clark. Ich bin sehr stolz darauf. Der Gouverneur hat die ersten symbolischen Schläge mit der Spitzhacke auf die Mauer des Kastells ausgeführt und damit das Signal für den Abriss gegeben. Das neue Kinderkrankenhaus, das von Mr. Clarks Firma, der General Constructions Corporation, erbaut wird, ist Teil eines umfassenden Konzepts für den Wiederaufbau der Bronx. In wenigen Monaten schon werden hier moderne, exklusive Wohnbauten. Wie groß ist die Fläche, die das Kinderkrankenhaus? Herr Zumun, wir müssen Sie ablenken. Das könnte ich ja übernehmen. Wie denn? Ich weiß schon wie. Okay. Das sind doch alles Lügen. Ich sag Ihnen, Lügen sind das. Heute wird doch der Tag, die Wahrheit zu sagen. Sie sollten Mr. Clark mal fragen, wieso die Presse keinen Zutritt zur Bronx hat. Schon wieder diese Nervensäge. Ich hab's gesehen. Ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen. Die Bewohner sind getötet worden. Man hat sie ausgerottet. Angeblich weiß niemand davon. Das ist ja auch so einfach. Sogar unser Governor duldet das. Warum geben Sie es nicht zu, Governor Bibble? Sie sollen es zugeben, Governor! Warum geben Sie nicht zu, dass Sie mit Mr. Clark gemeinsame Sache machen? Geben Sie doch zu, dass Sie ihm freie Hand zugesichert haben, damit Ihre Niederwahl über die Bühne geht. Die Leute haben ein Recht zu wissen, was sie tun. Die Frau ist bewaffnet. Sie will Mr. Clark umbringen. Ihr seid Mörder, Verbrecher seid ihr, Verbrecher! Schützen Sie Mr. Clark! Nino, laufen, lass sie laufen, man hatte eben die Journalisten erschossen. Der Name ist Moon, Moon! Ja, sofort! Los, kommt alle mit! Der Präsident ist entführt worden! Sich leicht verirren, wenn man nicht Bescheid weiß. Los, wir müssen weg. Sie nicht gehört? Alle Abteilungen in Sektor West, der Präsident ist entführt worden. Alle Einheiten im Einsatz in Sektor H2 unverzüglich die Verfolgung aufnehmen.
mutmaßlichen Flug 55. Straße, ehemaliges Basislager. Da lang. Nichts zu sehen. Blick mal darüber. Los, runter! Was wollen Sie bloß von mir? Was soll das alles? Wenn Sie schon noch merken. Abteilung 2 zum kleinen Hafenbecken am Hudson River. Abteilung 9 zur 154. Straße durch den Kanalisationshauptschacht. Schnell, schnell, Leute, los. Wir haben einen Spezialauftrag. Mach schon. Nichts mehr zu machen. Die sind alle umgelegt worden. Hören Sie, Wengler, nicht einer von den Beamten ist übrig geblieben. Hallo? Hier ist Wengler. Ich brauche sofort 7 Abteilungen. Nein, Sie werden sie irgendwo abziehen. Sie werden das nie lernen. Man muss der Erste sein, wenn man zuschlägt. Ja, ja, ist ja schon gut. Hallo? Okay. Ihr müsst ihnen den Weg abschneiden, bevor sie die Bronx erreichen. Nein, von der anderen Seite. Was denn sonst? Die haben bestimmt überall Sprengstoff zurückgelassen. Ich komme jetzt persönlich zur Bronx rüber und leite den Einsatz. Gehen Sie weiter, weiter! Runter! Hören Sie zu, was immer geschieht, ich möchte eins klarstellen. Ich versuche nicht, mich zu rechtfertigen. Ich versuche nicht, mit einem billigen Trick mein Leben zu retten. Das wäre nicht meine Art. Ich ganz allein bin für alles verantwortlich, was da oben auf den Straßen abläuft. Wenn sich eine so gigantische Maschine wie diese in Bewegung setzt, dann wird sie am Ende sowohl das Gute als auch das Böse vernichten. Jetzt ist gut. Sie sind das Schwein, das die Bronx ausradieren will. Dafür müssen Sie bezahlen, noch nicht zu knapp. Alles klar? Na, was denkst du denn? Okay, dann geht's weiter.
nicht schießen! Das nochmal versuchen, puste ich Sie von der Bildfläche. Als Toter bin ich wertlos für Sie. Sie haben doch was mit mir vor, also brauchen Sie mich lebend. Sie haben mich in Ihre Gewalt gebracht, um den Staat zu erpressen. Ich schlage vor, dass wir jetzt aufhören zu quatschen. Ab jetzt bestimmen wir, was gemacht wird. Wenn wir durchkommen, kommen Sie auch durch. Strike, Sie sind im Anmarsch! Wo sind Sie jetzt? In Tunnel 3. Die Jungs stellen sich ganz schön dämlich an. Hast du die Sprengladung kontrolliert? Logisch. Okay, gehen wir. Los, komm, Alter. Beweg dich! Wir gehen darüber. Ja, nur macht schon! Es gehen noch drei Mann mit. Die dritte Abteilung schließt sich der zweiten an. Die anderen haben es nicht geschafft. Wollen Sie noch weitere Männer opfern? Ich sage Ihnen, die sitzen in einer Falle, die jetzt zuschnappt. Und aus den Abwässerkanälen von Queens kommen sie nicht raus. Und Manhattan haben wir auch in der Hand. Okay. Ich fahre rüber ins Büro und kümmere mich um alles. Sie halten mich auf dem Laufenden. Gut. Hallo. Ja, Wengler. Was ist denn das für eine lahme Abteilung? Schlafen die? Ich habe mich doch deutlich ausgedrückt. Ich will zwei Abteilungen, die Abwässerkanäle am East End haben. Seid ihr alle schwerhörig? Wir sind soweit. Alle Männer sind unten. Worauf wartest du noch? Mach deinen Leuten die Hölle heiß. Ich will sie schnappen. Jetzt habe ich aber genug an die Wand! Ihr werdet es nie und nimmer schaffen. Hört zu, wenn ihr mich laufen lasst, dann verspreche ich euch... Diese Versprechung kennen wir. Sie haben uns lange genug auf die Rolle genommen. Achtung! Los! Wir müssen weiter, bewegen Sie Ihren Arsch! Wir sind jetzt ziemlich dicht dran. Die vierte Abteilung blockiert den nördlichen Abschnitt. Wir gehen jetzt weiter nach Süden. Es ist nur noch eine Frage von Minuten. Jetzt sitzen Sie endlich fest. Wir wollen lieber nicht zu früh jubeln. Diese Schweine haben's faustdick hinter den Ohren. Kriegt man nicht so schnell klein. Das ist kinderleicht. Wir müssen da drüben lang. Die sind überall. Los!
Los, weiter. Bang! Ich wiederhole. Gelingt es uns, sie zu schicken, dann haben sie für immer Ruhe. Aber wenn sie rüberkommen in die Bronx, dann haben sie Verstärkung und ich kann für nichts mehr garantieren. Ist das Leben von Mr. Clark in Gefahr? Was glauben Sie denn? Er befindet sich in der Hand von Gangstern und die wissen genau, wie viel er für sie wert ist. Ja, ich melde mich nochmal bei Ihnen. Ah. Der Zucker fehlt, du Idiot. Wie oft soll ich es dann noch sagen? Ich trinke ihn mit Zucker. Das bittere Zeug macht mich verrückt. Miss Gibbs, ich habe ein Kommuniqué für die Presse. Unser verehrter Präsident, Mr. Clark, ist von einer Gangsterbande, die in der Bronx lebt, am heutigen Tage entführt worden. Ihre Forderungen sind absurd und kaum annehmbar. 100 Millionen Dollar oder er wird kaltblütig ermordet. Es handelt sich hierbei nicht um Menschen, die um ihre Wohnung kämpfen, sondern um Kriminelle, die sich um jeden Preis bereichern wollen, sogar einen Mord hinnehmen. Die uns zugestandene Zeit, die enorme Summe aufzubringen, ist lächerlich kurz. Und die Erpresser wissen das ganz genau. Die kommen aus allen Ecken gekrochen. Wenn ich das richtig sehe, wollen wir uns den Weg abschneiden. Okay. Ihr beiden bleibt hier. Komm schon, Opa! Rotzlöffel! Abteilung 4 hat eine falsche Spur aufgenommen und ist in einen Hinterhalt geraten. Abteilung 5 als Verstärkung angefordert. Treffen sich am Hauptkanal. Wir müssen jetzt aufs Ganze gehen, verstanden? Es besteht die Gefahr, dass Sie durchgekommen sind zu Ihren Banden. Ich verlange, dass sämtliche Männer eingesetzt werden, klar? Aber natürlich ist er noch am Leben. Wenn Sie sich so anstellen, könnte das aber bald anders sein. Durchsuch den Block! Sie haben es geschafft! Sie haben es geschafft, den Präsidenten zu entführen! Nehmt die Pfoten weg! Und hört auf! Ihr sollt aufhören! Weg! Halt ab! Dubi soll entscheiden! Seid ihr verrückt geworden! Lassen Sie mich los! Wo ist Dubi? Hey, Dubi! Dubi! Lass mich los, Herlauf! Ihr sollt aufhören, habe ich gesagt. Ich habe nichts mehr geschnappt, ihr Idioten. Es wird gemacht, was ich sage. Verstanden? Ihr seid Arschlöcher. Rühren Sie mich nicht an. Sie alle werden sich rechtfertigen müssen. Ihr alle müsst euch vor dem Gesetz verantworten. Ja, ja, schon gut, schon gut. Großartig, Jungs. Es war aussichtslos, aber ihr habt es trotzdem geschafft.
Meinen herzlichen Glückwunsch. Interessant. So sieht also ein Präsident eines multinationalen Unternehmens aus. Um Gottes Willen, er hat ja zwei Arme und zwei Beine. Er sieht ja aus wie wir. Aber trotzdem ist er ein verdammtes Schwein. Ich würde ihn zu gern kalt machen und ihm seine Scheißkehle durchschneiden. Bloß wenn er tot ist, können wir nicht mehr verhandeln. Aber dafür müssen diese Wichser da oben uns schön brav gehorchen. Wenn sie ihren Präsidenten heil wiederhaben wollen. Duvi, Duvi, die silbernen Typen rücken näher, die sind bereits oben. Ich glaube, die versuchen uns auszuräuchern. Sämtliche Ausgänge unter Kontrolle. Es darf nicht einer von denen entkommen. Verstanden? Es ist möglich, dass auch Frauen dabei sind. Vielleicht auch Kinder. Es wird niemand geschont. Wir sind gleich soweit. Ich muss nur noch ein paar Ladungen einbauen. In Ordnung, ich gebe dann den Befehl. Alles hört auf mein Kommando. Wir wollen Sie überraschen. Na, Mr. Hoffman, Sie kommen wie gerufen. Sie können jetzt das große Finale erleben. Wie lange dauert das, bis das Gas wirkt? Ach, ungefähr 15 Minuten. Erst ruft es eine Lähmung hervor und dann den Tod. Ich denke gerade an den Präsidenten, den wir opfern müssen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das ist Ihre Entscheidung. Ich will mich da nicht einmischen. Als zukünftiger Chef eines Multis ist Sentimentalität nicht angebracht. Sie können beginnen. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir bei dieser Entscheidung geholfen haben. Dafür werde ich bezahlt und nicht zu knapp. Noch vor Tagen wäre die Entscheidung anders ausgefallen. Aber jetzt ist die öffentliche Meinung gegen die Entführer und ganz für uns. Es gibt keinen anderen Weg. Wir machen es richtig. Mr. Clark war zwar ein guter Präsident, aber er ist kein Druckmittel mehr und somit wertlos. Jetzt sind wir am Zug. Das ist Gas! Gas! Verdammte Schweinerei, die benutzen Gas! Seid doch mal vernünftig, keine Panik! Lass es herum! Juana, komm her! Vorwärts! Fresh! Fresh, hier geht's lang! Verdammte Sauerei! Zurück!
Meine Hand. Rausgekommen. Ich werde mich persönlich um ihn kümmern. Wie denn? Keine Sorge. Ich mach das schon. Da sind Sie. Wengler, ich bin glücklich, Sie zu sehen. Mich freut es auch. Astrid! 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 Den hätten wir erledigt. Und den Rest schaffen wir auch noch. Mein Kompliment, Mr. Wengler. Ich danke Ihnen, Mr. President. Alles in Ordnung, Trash? Na, was denn sonst? Bei mir ist immer alles okay. Ich wünsche dir was.
unten gehen. Hier oben ist die Luft so dreckig. Trash, komm mit! Was willst du denn hier?